Die Erfindung der Schrift war wirklich eine schöne Sache. Wenn du mal so drüber nachdenkst, die Mesopotamier vor knapp 5000 Jahren haben es zu verantworten, dass sich der Mensch so entwickeln konnte, wie er sich entwickelt hat. Du bleibst drinne. Diese prähistorische Ente ist quasi schuld an Twitter. Danke. Hier gar nichts. Informationen über Generationen hinweg weitergeben zu können, war aber, wohl oder übel, die eine und einzige Entwicklung, die den Menschen zur absolut dominanten Spezies dieses Planeten werden lassen konnte. Und was machen wir heute mit den Ergebnissen von tausenden Jahren gesammelter Informationen? Wir lügen. Greta kommt doch aus einer Dynastie von Freimaurern. Ihr Urgroßvater hat ja den Klimawandel erfunden. Yay. Und dadurch entstehen dann Thesen wie das erfundene Mittelalter, nach der 300 Jahre des Mittelalters einfach frei ausgedacht wurden und nach 614 direkt das Jahr 911 kommen müsste. Oder dass das Klima gerade eigentlich völlig in Ordnung ist und wir Menschen damit eh nichts zu tun haben. Naja, zumindest sind die momentanen Voicefakes lustig. Ah, Dorado, I love this map, takes me back. Is that you again, Joe, on my f***ing team? Oh great, it's this guy. Oh GG, we lost. Aber die Verbreitung von Fehlinformationen über unbeliebte Zeitgeister oder um das eigene Versagen in der Vergangenheit zu vertuschen, das gab's schon lange vor der Zeit von Twitter und Telegram. Zum Beispiel wurde Jesus gar nicht am 25.12. geboren. Was? Du hast mich angelogen? Vielleicht trifft mich wieder der Der 25. war nun der letzte Tag der römischen Feierlichkeiten zur Wintersonnenwende und als Konstantin der Große dann Mars und Jupiter Tschüssi gesagt hat, um Gott in sein Haus zu lassen, hat man den Geburtstag von Big G einfach auf die Sonnenwende getackert. Denn wenn man einen neuen religiösen Feiertag an die Leute verkaufen will und das einfach auf einen schon bestehenden Feiertag klebt, naja, dann sind die Leute ja schon am Feiern. 50% der Konvertierung sind abgeschlossen. Yay! Später hat dann St. Nikolaus noch die Geschenke verteilt, Cola schnappt sich die Rechte am Weihnachtsmann und zack! Der Kapitalismus frisst einen weiteren Tag. Aber den Mythos mal ganz kurz eingeschoben. So einen großen Einfluss auf das Design vom Weihnachtsmann hatte der Softdrink gar nicht. Hier mal ein paar Postkartendesigns vor Coca-Cola Santa Claus. Hört auf zu sagen, dass Coca-Cola der Weihnachtsmann gehört. Das stimmt nicht. Aber zurück zum Thema. Wer wirklich die Geburt Jesu feiern will, der müsste einfach Frühling bis Herbst durchfeiern, denn während wir ziemlich sicher wissen, dass es nicht Winter war, die restlichen drei Jahreszeiten stehen noch offen. Ihr Idiots. Und wie wahrscheinlich ist es, dass in Jerusalem ein Typ geboren wird, der da zufällig weiß und blond wird? Habt ihr euch den typischen Jesus mal angeschaut? Der sieht doch aus wie Dr. Edgar! Der sieht aus, als könnte er das nächste Schlagerfest in den Alpen moderieren! Das ist mit aller genetischen und faktischen Wahrscheinlichkeit also gar nicht wirklich Jesus, sondern irgendein Jonas! Du! Aber dafür bin ich ja da. Mit meinem endlosen Wissen und meinem offenen Herzen, um euch allen die Lügen aus dem Kopf zu ziehen und ein bisschen näher an die Realität zu bringen, ja? Und damit, hey Leute, ich bin's schon wieder, der sehr viel schlauere Mann als du aus dem Internet. Vielleicht. Ich mach nur Spaß. Aber wir klären heute die Fake News aus der Vorzeit auf, an die du und dein Geschichtslehrer vielleicht noch glauben. Sowas ist wichtig. Bildungsauftrag. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche dieser Mythen du schon kanntest. Und vor allem, welchen du bis heute zu meiner Zeit der großen Aufklärung noch auf den Leim gegangen bist. Und wenn du in Zukunft noch schlauer in völlig trivialen Randinformationen aus aller Welt werden willst, dann drück doch noch schnell auf Abonnieren und die Glocke direkt da unten neben meinem schnuckligen Gesicht. Und jetzt, Hefte raus, Kugelschreiber anspitzen, verfickt nochmal, lern was! Ich wünschte, meine Lehrer wären so gewesen, bin ich ehrlich. Wusstest du zum Beispiel, dass das Wort Hangover vermutlich aus dem viktorianischen England kommt und das buchstäbliche Hängen auf einem Seil über Nacht beschreibt? Tja, hat man sich dann angeschwipst hingesetzt und die Seele und den Kopf baumeln lassen. Man hat halt hangovert. Über Seil. Und diese Art der günstigen Übernachtung gab es für ein paar Penny und war vor allem bei Seeleuten beliebt. Genau wie das Trinken. Ja, das Wort kommt nicht von einer unterdurchschnittlichen Komödie, die wirklich nicht gut gealtert ist. Aber jetzt kommen wir endlich zu Fake Old News, die ihr schnell vergessen solltet. Mythos 1. Katharina die Große wurde von einem Pferd tot geritten. Katharina die Zweite, wie man sie nannte, war 34 Jahre lang die Kaiserin von Russland und mit ihrer Amtszeit von 1762 bis 1796 hatte sie nicht nur zur gleichen Zeit wie die liebe Marie Antoinette gelebt, von der wir wissen, dass sie nie was mit Kuchen gesagt hat, sondern hat sich auch noch ein gutes Stück nützlicher gemacht. Unter Katharina ist das damalige Russland nämlich in die europäische Elite aufgestiegen und die Aufklärung und Modernisierung von Land und Politik wurden stark vorangetrieben. Good job!
Aber egal, was du machst, irgendjemandem spuckst du in die Suppe. Und so hatte Katharina nicht nur konservative Adlige als Feinde, wie kann sie es auch wagen, ein Schulsystem für die nicht adlige Bevölkerung zu etablieren, sondern vor allem auch bei den frischen Königs- und adelslosen Franzosen, die am liebsten direkt noch alle Kaiser und Könige weltweit in ihren Nicer-Dicer gesteckt hätten. Im Alter von 67 Jahren erlitt die Dame in St. Petersburg nach einer sehr aufbrausenden Heiratsabsage zwischen ihrer Enkelin und dem schwedischen König einen Schlaganfall, und das war's dann mit der Frau. Tschüss. Allerdings hat damit die Gerüchteküche angefangen zu brodeln und heraus kam, dass Katharina angeblich von einem Pferd zerdrückt worden wäre, als sie von selbigem... Naja, halt so. Hey guys. Das ist jedenfalls nicht wahr. Und ein anderes Gerücht war noch, dass sie auf dem Klo gestorben ist, weil ihr fetter Arsch die Schüssel hat platzen lassen und eine mit Kacke beschmierte Kaiserin war so peinlich, dass man den unerwarteten Schlaganfall nur erfunden hat. Also keine Ahnung, welcher 2010er Shitposter da eine Zeitmaschine gebaut hat, um das ans Dorfbrett zu nageln, aber hey! Zumindest zeigt das, dass sich die Menschheit schon echt lange nicht mehr wirklich groß verändert hat. Warte mal, das ist gar nichts Gutes. Und eine Geschichte, mit der ich hoffentlich niemanden beeindrucken kann, ist, dass Kolumbus gar nicht der erste Finder von Amerika war. What? Denn die früheste Person, die wir da zuordnen können, ist Leif Eriksson, Sohn von Erik dem Roten und später Stammesführer von Grönland. Hey Jungs und Mädels, heute ist Leif Eriksson-Tag. Hinga dinga dorgin. Der kam nämlich schon gut 500 Jahre vor Kolumbus eher aus Versehen in Neufundland an, als schlechtes Wetter ihn von seinem Weg nach Grönland Richtung Südwesten gepustet hatte. Langweilig. Amerika hat aber noch andere Geschichten zu erzählen. Und damit kommen wir zu Mythos Nummer 2. Manhattan für einen Säckchen Mummen. Vielleicht wisst ihr zum Beispiel, dass die ersten europäischen Siedler das Gebiet vom heutigen New York, namentlich die Inseln Manhattan und Staten Island, für einen Handbunter Glasperlen im Wert von ca. $24 von den dummen Indianern gekauft haben sollen. Und das ist so falsch. Auf so vielen Ebenen, dass ich mich vor Wut im Kreis drehen muss. Steht im Text, ich muss es tun. Ich habe eine Lampe gehauen. So sauer bin ich. Zuerst mal war der Kauf von Land ein generelles Missverständnis zwischen den von Kapital getriebenen Europäern und den naturbezogenen Stämmen Amerikas. Nach deren Ansicht konnte man das Land nämlich überhaupt gar nicht besitzen, ebenso wenig wie die Luft oder Wasser. Nestle. Die Zahlung der Neuankömmlinge war also mehr eine Art freundschaftlicher Tausch. Zweitens weiß man überhaupt nicht, mit was genau bezahlt wurde. 1626 hat Peter Minuit angeblich Waren im Wert von 60 Gulden gegen die Insel Manhattan getauscht und so für den niederländischen König beansprucht. Allerdings gibt's da ein kleines Problem. Alle Angaben über Waren im Wert von 60 Gulden wurden gegen das Land getauscht, stammen nämlich von Geschichten über einen Brief, ohne dass der Brief noch oder vielleicht jemals existiert haben könnte. Alles in allem kann man also sagen, wir haben keine Ahnung, wie und ob Neu-Amsterdam, später dann New York, wirklich so friedfertig für ein Murmelspiel übergeben wurde, oder nicht? Aber in die schon recht früh aufgekommene Idee des Lesser Man hat es natürlich toll reingepasst. Yay. Was allerdings ein bisschen später wirklich verkauft wurde, war Alaska. Von Russland an die Amerikaner. Und das war wirklich dumm. Russland hat sich nämlich gedacht, da gibt's nix. Könnt ihr haben. Und dann haben Amerikaner das gemacht, was sie am besten können. Springen wir nochmal durch Zeit und Raum nach Massachusetts 1692. Niemand kann das richtig aussprechen. Nicht mal Massachusettsianer. Massachusettser? Massachusettser. Okay, wir machen weiter. Und hier dürfte jeder schon direkt wissen, worum es geht. Die Hexenjagd, beziehungsweise genauer genommen die Salem Witch Trials. Mythos 3, Hexenverbrennung in Salem. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Hier kommt nämlich die fast so oft wie vollgekotete Mittelalterstraße gesehene Idee her, Hexen am Pfahl zu verbrennen. Allerdings ist das hier mal wieder schlicht falsch. Bei der Hexenverfolgung in Massachusetts wurde ebenso wenig wie irgendwo in Amerika niemals jemand verbrannt. Das war eher so eine Wir-Sache. Europa hatte Spaß an fraugespeisten Lagerfeuern, in den noch non-existenten USA war es da aber zu heiß für. Tatsächlich wurden bei den Trials am Ende des Tages 30 Menschen verurteilt, 19 davon wurden unspektakulär und mindestens 5 weitere sind im Gefängnis zu Moos geworden. Am coolsten, und der Mann hätte eher das Pop-Aushängeschild von Salem werden sollen, gab es einen gewissen Giles Corey, der als einziger Mann in der Geschichte Amerikas, zerdrückt wurde. Ohne Pferd. Bekannt aus Frankreich. Wir Europäer haben uns noch nie mit Pazifismus bekleckert. War das Pain fort et dur. Eine Strafe für das, was heute zum Lieblingssatz der Polizei geworden ist. Also offensichtlich geht's los mit, sie haben das Recht zu schweigen. Und dann,
abkommt. Das damalige Rechtssystem konnte jemand nämlich nur verurteilen, wenn er ein Plädoyer abgelegt hat, ganz egal wie das ausgesehen hat. Wenn da aber jemand einfach geschwiegen hat, dann ist das System... Die Antwort auf keine Antwort war es, jemanden auszuziehen und ihm eine Holzplatte auf den Körper zu legen, die dann mit mehr und mehr Gewichten bestückt wurde, bis der Angeklagte sein Plädoyer doch ablegt. Der Hammer, Alter! Aber Giles war einer dieser wenigen Menschen in der Geschichte, der bis zum Ende geschwiegen hat und so all sein Hab und Gut behalten konnte, das dann an seine Söhne ging, anstatt an die Regierung. 3 Tage lang hat er unter den Stein gesteckt und die einzigen Worte, die man aus ihm rausbekommen hatte, waren More weight. Und am Morgen von Tag 3 war es dann wohl enough weight gewesen. Komplett Happy End war es dann immer noch nicht. 3 Tage später wurde nämlich noch seine angeklagte Frau gehangen, aber hey, zumindest hatten die Söhne jetzt ein Extrazimmer zum Umdekorieren. Always look on bright side of life. Und jetzt, um nochmal richtig dein Mind zu breaken, du kennst doch bestimmt 300. Dumme Frage, wer kennt denn bitte nicht die wohl ikonischste Kampfszene, die jemals meine Augen treffen durften? Geölte Männer in Schlüpfern prügeln sich alleine durch 300.000 Perser und dann zoomt die Kamera rein und wieder raus und wieder rein. Ihr versteht, was ich meine, ja. Kurze Zusammenfassung für die Neandertaler, die den Film in 2023 immer noch nicht gesehen haben. Großkönig Xerxes, Anführer des Persischen Reiches, möchte Griechenland haben. Sparta sagt nein, das ist Sparta. Und dann die Perser so. Und die Spartaner dann so. Aber zumindest waren sie stolz. Leider ist die Geschichte zumindest in Teilen einfach nicht wahr und unser lieber Zack Snyder macht das, was schon so viele gelehrte Schreiber und Künstler vor ihm gemacht haben. Griechischen Göttern so richtig in den göttlichen Hintern kriechen. Mythos 4, 300 ist keine Doku. Zum Beispiel Spartan kickt König Leonidas für einen persischen Boden in den Brunnen runter und angeblich hat das dann zum Einfall von Persien geführt. In Wirklichkeit hatte Leonidas damit aber gar nichts zu tun. Ja, tatsächlich kann es sein, dass 2 persische Boten, die eine friedliche Unterordnung Athens und Spartas erfragen wollten, in einem Loch und einem Brunnen gelandet sind. Allerdings war das eine ganze Weile, bevor König Xerxes König Xerxes geworden ist. Da war nämlich Großkönig Darius der vorherige persische König. Der wollte Griechenland schon 10 Jahre vorher dem Persischen Reich unterordnen, woraufhin die Griechen giga offended waren und Athen und Sparta halt nochmal extra offended. Und als Xerxes dann 10 Jahre später den Plan von Darius fortsetzen und Griechenland übernehmen wollte, hat er erneut Boten geschickt, aber Athen und Sparta einfach ausgelassen. Leonidas hatte also niemanden zum Kicken. Das wäre dann echt eine langweilige Szene geworden. Und auch das Finale ist nicht ganz so dramatisch wie im Film. Damals sind nämlich nicht nur 300 heroische Spartaner da geblieben, um sich der persischen Armee in den Weg zu stellen, sondern auch noch 700 Thespiai und 400 Sklaven. Aber ist ja jetzt auch verständlich. Du hast viele Sklaven, Xerxes, aber wenige Krieger. Wäre jetzt nicht ganz so cool gewesen, wenn man selbst auch noch 100 unfreiwillige Helfer im Hintergrund dran stehen hat. Aber so ist das nun mal in der Welt der Filme. Und was für kranke Typen Spartaner generell waren, müssen wir uns gar nicht angucken. Zwar haben sie jetzt nicht ihre Babys direkt in den Biomüll geworfen, wie im Film gezeigt wird, allerdings gibt es da mehr als genug an dem Völkchen zu bemängeln. Nur Männer sind Bürger, Sklaven sind Besitz, wenn man eine Frau will, dann nimmt man sie sich halt und Jungs werden so lange verfügt, bis sie Männer sind. Und das jetzt nicht metaphorisch oder rhetorisch oder poetisch oder theoretisch, sondern so wie man sagt. So! Aber jetzt habt ihr auch wieder genug gelernt, ne? Wenn ihr extra Stunden machen wollt, das ist noch ein Video. Mit mehr Wissen, ne? Für euer Unwissen. Und wenn nicht, dann... Dann nicht. Dann raus. Aus jetzt. Raus!